Oh, ich komm, lass das Ding hier. Hey, der Ludwig Stamm wusste ich nicht. Wir haben ja vorher mal reingekommen. Gleich nach der Fahrt zweimal weiter. Wir gehen schon mal da rum, ja? Also das war rein. Ich denke, das ist doch. Ich glaube nicht. Also, davor ist alles voll. Der zu Herzen geht. Das erste Mal, da war es nicht so am Beginn der Herbstfärbung, die von den Bergen herunterleuchtet. Da war es im Mai, die Schlehenhecken krönten die Hügel mit einem Silberstreifen und umso härter der Gitterzaun der Grenze, die verfallene Kirche, mit der sie hier so lange leben mussten. Und heute eine so festliche Versammlung. Keiner braucht sich mehr zu verstecken. Damals hatte man Sorge, mit dem Sonderpassierschein ja keinen Fehltritt zu tun. Heute ist es keine besondere Anstrengung. Viel ist geschehen, viel am Thank you.
nicht allein. Der Herr selbst kommt euch entgegen. An Orten, wo ihr das nicht für möglich haltet. Und bei Menschen, die ihr nicht ausgesucht habt. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der politischen Gemeinde Wahlhausen und in meinem eigenen möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass so viele Gäste aus nah und fern mit ihrem Kommen unserer Einweihungsfeier einen solch prächtigen Rahmen geben. Als besondere Ehre sehen wir den Besuch unseres Landesbischofs Dr. Dempe, des Kultusministers des Landes Thüringen, Herr Althaus, des Bundestagsabgeordneten und Vizepräsidenten des Europarates, Herr Dr. Redemann, von der hessischen Landesregierung, Staatssekretär Dr. Kummer, von Landrat Dr. Henning, Herrn Fritz Huschke von Hanstein, aus Allendorf, unser Herr Bürgermeister Wiese, vieler fleißiger Handwerker und weiterer Gäste, welche sich um diese Kirche verdient gemacht haben. Danke für Ihr Kommen. Besonders freut mich auch die große Abordnung der bosnischen Flüchtlinge, mit denen wir hier ein sehr gutes Verhältnis mittlerweile entwickeln. Nach der Grenzöffnung ergaben sich mit der Einbeziehung unserer Bevölkerung und der geänderten politischen Lage neue Möglichkeiten, die wir auch nutzen. Eine Idee lebt erst, wenn Menschen sich in ihren Dienst stellen und sie mit Leben erfüllen. So auch mit diesem historischen Bauwerk. Die Gründung des Vereines Erhaltung und Renovierung der Wahlhäuser Kirche und die Arbeit seiner etwa 20 Mitglieder und Helfer in ihrer Freizeit ermöglichten die Fortführung und den Abschluss der Renovierung. Das Interesse der vielen Besucher brachte nicht nur Spendeneinnahmen, sondern sorgte bei uns auch immer wieder für neue Motivation. Ein großes Dankeschön an alle Mitglieder für Bereitschaft und Einsatz. Besonders an unsere auswärtigen Mitstreiter aus Bad Sohn-Allendorf, Werdeshausen und Nürnberg. Besonderen Dank verdient die spontane Bereitschaft der Vereinsmitglieder, auch über den heutigen Tag hinaus weiterzumachen, um die Fertigstellung der noch nicht beendeten Arbeiten zu ermöglichen. Dann wünsche ich der Gemeinde Wahlhausen mit ihrer neuen, alten Kirche eine glückliche Zukunft. Die Arbeit an der Kirche hat nicht zuletzt gezeigt, dass die Kirchgemeinde bis heute lebendig geblieben ist. Man braucht einen langen Atem. Im Sozialismus zum Sterben verurteilt, war sowohl das Kulturgut dem Verfall preisgegeben, als auch die Nutzung als Kirche für die Gemeinde ab 1977 nicht mehr möglich. Und trotzdem waren engagierte Männer und Frauen, Herr Kepler wurde genannt, dabei zu überlegen, wie man retten kann. Ich weiß, dass auf einer ihrer Glocken ein sinnbildlicher Spruch für dieses Durchhalten steht. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Was für ein Wort, in dem Hoffnung und Perspektive deutlich werden. Das Interesse der Bürger dieser Gemeinde, viele Helfer im Umfeld und auch öffentliche Mittel konnten den glimmenden Docht zum neuen Leuchten bringen. Das Gebäude grenzte direkt an den Maschendrahtzaun der Grenzbefestigung der DDR. An diesem Ort sind wir mit einem dunklen Andenken deutsch-deutscher Geschichte unmittelbar konfrontiert. So können wir dankbar sein, dass nicht die Kirche dem Zaun, sondern der Zaun gewichen ist. Und es erscheint die restaurierte Kirche in Wahlhausen nun wie ein Zeichen, dass in dieser geschundenen Grenzregion Hoffen und Glauben ist. Ich wünsche der Gemeinde. Gemeinde Wahlhausen und allen, die diese Kirche besuchen, in ihr ein- und ausgehen, Gottes Segen. Herr Bischof, sehr geehrter Herr Bürgermeister, verehrte Festversammlung, als Landrat dieses herrlichen Landkreises bin ich heute überaus glücklich über diesen Tag.
glücklich darüber, dass ein altehrwürdiges Gotteshaus in neue Glanze erstrahlt. Aber glücklich auch darüber, dass dieses Gotteshaus Platz bietet für große ökumenische Versammlungen. Eine Versammlung von Gläubigen im christlichen Glauben, evangelischer Christen, katholischer Christen, aber nunmehr auch gläubiger, vielleicht muslimischen Glauben. Ich danke ausgesprochen an dieser Stelle den Badhäusern, denn sie haben es vermocht, dass unsere Freunde aus Bosnien bei uns bleiben können und dass sie heute an diesem Tag teilhaben können. Ich weiß sehr wohl, dass ohne ihre Unterstützung manches vielleicht nicht so gewesen wäre in unserem Landkreis, wie es nun doch ist. Und ich denke, das ist die Kirche. Und so wie wir es hier in Badenhausen erfahren, damit komme ich zur Einleitung zurück, so möge es beispielhaft auch in anderen Bereichen praktiziert und erlebt werden. Unsere Sorge um die Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaats sollte uns sensibel, aufmerksam und mit der Bewältigung der Gefahren bemüht bleiben. Meine Damen und Herren, hier in Warnhausen ist eine Besonderheit der Denkmalpflege hervorzuheben. Und als Antwortvorredner dieses Faches lassen Sie mich bitte darauf hinweisen, weil es auch beispielhaft ist. Die Sanierung der Kirche wurde, trotz aller Geldmittel, die Sie dazu bekommen haben, überwiegend aus einer eigenen Verantwortung und aus einer eigenen Initiative heraus mit eigener Arbeitsleistung durch Warnhausener Bürger angegangen und vollendet. Das ist nicht das Übliche. Denkmalpflege lebt in der Weise, wie es Resonanz hat bei den Bürgern, die mit ihren Denkmälern umgehen. Denkmäler sind nicht etwas historisch Abgelegtes, Abgeschottetes, Unlebendiges. Im Gegenteil, sie sind der Beweis hier, dass Denkmäler genutzt werden können, dass Denkmäler gepflegt werden können, zur Identitätsfindung der Bürger beitragen und dass alles das, was wir uns um Denkmalpflege bemühen, gut angelegtes Geld ist. Wir haben aus der Wahlhäuser, Mitbürger und Gäste. Ich muss zunächst meinen Freund Horst Kirsti etwas korrigieren. Nicht er für uns zu danken, sondern wir, die Familie Hanstein hat, viel mehr als jeder andere zu danken, weil ich hier heute die Ehre habe, das Wort ergreifen zu dürfen vor Ihnen, meine Damen und Herren. Dann geschieht das voller Freude und Dankbarkeit, aber gleich in doppelter Eigenschaft. Einmal nämlich als Senior des Familienverbandes von Hanstein und damit als Sprecher der Familie, die seit hunderten von Jahren hier im Eichsfeld aktiv integriert waren und die sich, nachdem es auf der Burg ein bisschen enge und kalt und schwül geworden war, hier heruntergezogen in dieses schöne Land. Nun spreche ich Ihnen aber auch als Person, als Rüdiger Hanstein, ehemaliger Patronatsherr dieser schönen Kirche und auch sehr auf Ängste mit der Kirche verbunden. Nicht nur mussten wir als Kinder mit den Eltern mehr oder weniger freiwillig Sonntag für Sonntag darauf gehen und hinter den Scheiben sitzen und die Predigten anhören, die ich so über Ihnen bitte wollte, einer neuen Ära dieser Kirche sein wird, in der Gottes Wort auch Zukunft einen würdigen Rahmen finden wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.